Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Crew PvP und wieder mit dabei Mr. Easyweser. Hallo. Und ja, mit dem Yannick und dem Calypso sind beides Freunde aus meiner Freundschaftsliste, wobei ich gerade bei Calypso sehe, dass der Rang 12.000 ist, Alter, ich werde so versacken. Und ich möchte auch mit dem Mr. Easyweser meinen neuen Controller vorführen. Ja, jetzt fährt er auf einmal vor mir, ich sehe schon. Naja, aber auch nur kurz. Aber ich freue mich, dass es endlich geklappt hat, weil wir haben wieder ein bisschen Probleme gehabt, in die Lobby zu kommen. Ich denke mal, das liegt einfach daran, dass so viele spielen. Da ist noch jemand dazugekommen, der Kochteufel. Ja, schauen wir mal. Also ich bin... Oh, noch einer. Und noch einer. Nice. Oh, guck dir mal meinen Rang an, ey. Oh, das ist so übel. Das ist so übel. Und noch welcher. Oh, jetzt wird's aber voll. So, und ich darf endlich mal mein Mini ausprobieren. Ich nehme meinen Skyline als Straßenwagen. Oh, da braucht man nur eine Lackierung. Die Lackierung hat er seit Anfang an. Weil es voll komisch, weil ich noch keinen Spielsound auf dem Ohren habe. Ich muss mal kurz noch die Kopfhörer aufsetzen. Jo, mach das. Jetzt geht's gleich los. Aber Zusammenstöße ist an, also wieder höchste Vorsicht geboten bei. Wie viele Leute sind wir jetzt? 1, 10? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Einer ist wieder raus. Einer ist raus, okay. Dann haben wir 8. I'm so excited. Komm, auf geht's jetzt. Wählt alle eure verkackten Fahrzeuge, Mann. Habe ich schon gemacht. Ja. Der eine hatte noch gefehlt, in seinem ersten. Irgendwie buggt das im Moment so ein bisschen. Ich kann zum Beispiel gerade gar nichts mehr wählen. Ich kann mir nicht mal die anderen anschauen. Nee, es sind jetzt auch zwei rausgeflogen. Naja, ich sehe es gerade. Fährst du den roten Mini da? Nee. Den silbernen Mini? Ja. Oder? Ah, okay. Stehst bei mir gegenüber. Ja. Du den Skyline mit den 58, gell? Genau, naja. Alter, was ist das jetzt schon wieder, Mann? Irgendeiner schafft es nicht, ein Auto zu wählen, oder was? Hatte, dass da Binz David ausgeschieden ist, weil der ist in der Stufe, im Rang noch schlechter als ich. Ja, aber ich verstehe das schon wieder nicht. Warum geht jetzt hier nichts vorwärts? Ja, ich glaube, das ganze Spiel... Oh. Ja, Yannick ist raus. Jetzt sind wir irgendwie nur noch zu viert, kann das? Nee, ich glaube 4 oder 5. Ja, irgendwie spackt das heute rum. Das ist, wir haben, wie gesagt, die Zuschauer haben es nicht gesehen, aber wir haben eben schon mal probiert. Und da standen dann die Autos irgendwie komisch rum. Ja. Also ganz, ganz strange alles heute. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Ja, 5 Leute, okay. Ich bin vorne links. Oh wei. Der Dackel, pass auf, jetzt zieht er uns alle, Mann. Jetzt macht er uns alle kaputt. Wir wollen uns alle kaputt, mach ich euch. Schau, wie er schon abzieht, Mann. Ah, oh, der Mini hat kein Gas. Alter, guck das mal an. Guck dir das mal an! Der Mini hat mich voll ausgebremst hier. Guck dir das mal an! Wie ich wegziehe! Schon fast 2 Sekunden Vorsprung. Bis die erste Kurve kommt, mein Freund. Ja, der Calippo kommt. Jetzt nehme ich mir seinen Windschatten. Ja, bei mir. Nein! Was ist denn los da hinten? Der Easyracer wollte mal wieder zu viel. Also die erste Kurve habe ich gut gemeistert. Ja, ich hätte mich direkt in euer Windschatten schlemmen sollen. Ich hab mehr Angst vor der letzten Kurve. Ja, er kennt schon die Strecke. Kennt ihn noch nicht mal. Ich kenne die noch nicht. Aber ich meistens ist ja so, oder ich muss mir jetzt die Tage auch basiert, dass ich immer Erster oder Zweiter war und dann letzte Kurve oder so habe ich es dann immer versackt. Okay, das heißt, ich muss nur warten. Ja, eigentlich schon. Ja, ich komme schon wieder. Oh. Irgendwas ist hinter mir. Ich höre immer nur, der Calypso ist hinter mir. Alter! Jetzt hat er aber schön meinen Windschatten genutzt. So. Na, noch am Starten, Jungs. Jungs. Oh, shit. Nein, Zaun ist nicht gut. Aber ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich vor dir bin. Ja. Ja, jetzt habe ich verkackt, weil ich den Zaun mitgenommen habe. Der overpowerte Zaun. Wow, Alter. Einer hat Verkehr gecrashed von euch. Ja, das war der Calypso. Nein, das war der Baum. Fuck. Bist du schon wieder so ein Baumkuschler? Ja, Mann. Bäume. Gibt's den Project Cars nicht. Jan. Ah, fuck, noch Yannick, du Arsch!
Der hat mir gerade eine Nachricht geschrieben und ich habe natürlich genau hochgeguckt in dem Moment und habe natürlich jetzt die Koffer verkackt. Oh fuck, gleich ziehen, Mann. Komm schon, 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 komm schon. Der eiskalt. Go, yeah! Oh, Mann. Alter. In your face! Ich hab doch gesagt, jetzt zieht er alle. So fühlt es sich an, wenn man von hinten heftigst missbraucht wird. Entschuldigung. Ja, ich war immer so Beobachterposition. Das war scheiße. Das Problem ist, dass ich an ein paar Sachen angeeckt bin. Das war jetzt nichts Grobes. Aber hast du die eine Kurve gesehen, wo es mich links rausgetragen hat? Ja. Ja, das war da genau, wo er mir eine Nachricht hat. Ich habe aus Versehen links hochgeguckt. Ey, das freut mich gerade. Ey, Pifam, guckt euch das an als Erster. Er feiert das übel. Ja, ich feiere das total. Ich habe echt gedacht, ich fahre so schlecht, weil ich fahre ja eigentlich... Ne, ich fahre nicht gut, aber ich fahre aber auch nicht schlecht. Ich habe echt an mir gezweifelt, das glaubst du nicht. Ich habe richtig übel an mir gezweifelt. Ja, ja. Bis du dann mal auf den Trichter gekommen bist, dass der Controller schon... Ja, ich bin ich gar nicht. Irgendjemand hat es in den Kommentaren geschrieben, glaube ich. Ich hab's bei GTA mal gemerkt manchmal, weil aber ich dachte mir, es liegt am Spiel irgendwie, weil der nicht geschossen hat. Achso, ich darf auswählen, also das ist ja cool. Ich bin total ungewohnt, was wollen wir machen? Das ist mir gleich. Straße, Gelände, Performance, Rallye, Rennen. Also ich wär mal für Gelände. Gelände, wollen wir Rennen, Ausscheidung oder Blitzkeilerei? Das darfst du jetzt auswählen. Das darf ich auswählen. Also ist es so. Ist das ein Auswahl? Wir machen mal Ausscheidung. Oh wei, im Gelände. Ich mach mal den Verkehr aus, aber die Zusammenstöße lasse ich an. Oh. Sind ja alles erwachsene Spieler. Ja. Soll ich die Zusammenstöße auch ausmachen? Nee, passt schon. Okay, dann 12 Sekunden. Kannst 10 du mich Sekunden. Irgendwie bestätigen? Nee, geht nicht, komischerweise. Kann. Okay, Lord. Kannst dich bestätigen, die Zeit läuft. Warten auf das Ende der Phase. 0 Sekunden. Jetzt kann ich das Auto auswählen. Nehmen wir den Skyline. Mein Valentin Skyline. Oh, Alter, geht schon los. Ging jetzt aber mal fix. Vor allem bin ich jetzt auf einmal wach, ey. Ich war eben noch so müde und so träge. Jetzt habe ich ein Rennen gewonnen. Jetzt bin ich so voll. Aufgeputscht. Wer fährt noch im Ford? Ach, der Ding fährt noch im Ford. Der Calippo. Calypso, oder? Oder wie heißt der? Calippo? Calypso? Calypso, ja. So, wie wir sagen, ab geht die Post. Calippo. Calippo 95. Jo. Aber der Ford zieht gut weg. Ja. Alter, der Ford zieht echt gut weg. Oh, oh. Au! Ey, wer war das? Jo, danke. Gedreht und tschüss. Wer ist denn da? Ja. Ah! Alter, die eine Kurve ist echt übel hier. Ja, das ist halt das Problem am Start. Ja. Kommst halt. Ja, und ich muss jetzt natürlich nur Stopp geben, um irgendwie jetzt noch was zu schaffen. Boah, dann wirst du einfach mal durchgereicht. Ich bin jetzt direkt vor dir. Ja. Ja, gegen diesen fucking Jeep hast du mit Skyline keine Chance. Der schießt mich einfach mal raus. Ja, nee, bei mir war es halt darum, dass ich bin extra sehr weit innen in der ersten Kurve gefahren, weil die meisten ja doch weiter außen sind, aber mich haben sie trotzdem irgendwie erwischt. Ja. Ich komme auch mit der Strecke noch nicht so ganz so zurecht, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Ich kenne die Strecke hier, die hat echt gemeine Kurven. Ich bin hier schon ein paar Mal gefahren. Ah. Ich habe hier auch ein heftigstes Kämpfen mit diesem Jack. Aber der fährt diesen Ford, den kannst du nicht einfach mal wegschießen. Der Raptor, ja. Der ist schon richtig nice, aber ich habe gedacht, ich brauche hier mehr Speed, deswegen habe ich mal... Aber er hat zu spät gebremst und ist gerade schön gerade ausgefahren in der Kurve. Ich bin genau hinter dir. War echt? Ja. Wir einigen uns auf ein Oh shit. Wir einigen uns auf ein Oh shit. Ich wollte gerade sagen, nicht Angriffspakt sozusagen. Dass wir uns nicht crashen oder so. Ja, jetzt bist du ja nicht mehr hinter mir. Jetzt haben wir ja den Jack wieder. Ja, jetzt bist du wieder hinter mir. Oh, und dein Calippo ist, habe ich direkt vor mir.
starke Leute hier auf jeden Fall am Start. Ja. Okay, das war weit raus. Meinst du mich jetzt? Ja, ja. Ja, ja, ich habe gerade ein bisschen Probleme gehabt. Oh, oh. Oh, 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 oh. Au, danke. Sorry. Oh, sorry. Danke. Entschuldigung, kann ich mal bitte Ihre Karte von der Versicherung haben? Wir sind mir gerade ins Auto gefahren. Wow, 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 nein, jetzt hat mich der eine wieder überholt. Wow, Alter, da kam noch einer. Der Kochteufel. Ja, Mann. Boah, Alter, Alter, der backt hier voll neben mir rum. Ja, Mann. Ah, jetzt hat er mich abgetrennt. Ich wollte sagen, jetzt hat er mich abgetrennt. Oh, jetzt hast du mich eine rotzfrech überholt. Nein, ich bin Letzter, wieso bin ich Letzter? Wieso bin ich Letzter? Alter, der Kochteufel, der cheatet doch. Ja, der backt voll, gell? Alter, wie der gerade. Ja, der ist so an mir vorbeigezischt einfach. Ja, bei mir auch. Okay, ich hab verloren. Ich bin im Wald. Der ist einfach so vorbeigezischt irgendwie. So. Ohne dass er groß was getan hat. Wieso? What the fuck? Jetzt auf einmal 200 Meter vor mir und der Calippo direkt vor mir. What the hell? What the fuck? Ja, die backen so rum. Ich hab das Problem gehabt, dass der eben nicht neben mir gefahren, sondern so immer so gejumpt ist und. Also, er scheint irgendwie. Oh, was? Ich bin Letzter schon? What the fuck? Ja, ja. Der Jack ist raus und ich bin raus. Der Jack hatte nur ein Herz. Alter Schwede. Und das geht jetzt doch sau fix, Mann. Ich hab gerade immer mal 10 Sekunden. Guck mal, was du so fährst. Ja, scheiße. Ja, ich sehe halt genau zwei vor mir, aber das bringt nichts. Nee. Eben noch gefreut, dass ich gewonnen habe. Na komm, komm, komm. Und tot. Ja, und tot. Ja, also das mit dem Kochteufel, ich muss mir das nochmal anschauen, da in der Aufnahme. Aber wir sind irgendwie, wir waren so, du musst dir vorstellen, so im Parallelflug in der Kurve. Aber wenn auf einmal zieht er so außen so vorbei, als hätte er so irgendwie so 20 km/h mehr drauf. So und einfach so zuck und dann so auch noch am Calippo vorbei und dann auf einmal 200 Meter vor mir. So. Ich habe so gesehen, dass der übelst neben mir gebackt hat. Also der ist wirklich immer so gestammt. Und dann hat sich so gebeamt, weißt du, immer sprungweise. Aber kann man denn bei der Crew online cheaten? Oder? Ich weiß es nicht. Oh, das war bitter, den hat er jetzt rausgeschoben gerade. Ich hab's auch gesehen. Ja, das war's. Ja. Das war auch übel. Aber halt, seine Stufe, das hat mich halt irritiert. Ja, ja. 120. Dimitri. Dimitri, was geht? Weil das kann eigentlich nicht sein, dass der so übelst wegzieht auf einmal. Also das habe ich halt nicht so verstanden, aber gut. Kann auch sein, dass ich da irgendwas ver... Oh, Alter. Alter. Das war gemein. Das war gemein. Alter. Das war richtig gemein. Alter. Ja, okay, ist die Frage, ob ich es anders gemacht hätte. Nee, wahrscheinlich nicht. Das ist halt die einzige Chance, die du noch gewinnen kannst. Mhm. Ich meine, außer ich kenne den jetzt, der da vor mir fährt. Wäre vielleicht noch was anderes gewesen, aber sonst. Weißt du, wie viel wir Vorlauf hatten in der Aufnahme? Vielleicht so 4 Minuten oder so, gell? Nicht viel, also ein paar Minuten waren es nur. Ich würde sagen, es geht auf jeden Fall noch eins. Ja, ja, 3 Rennen am Stück und dann. Ja. 2 Pünktchen habe ich gemacht. Jetzt bist nicht mehr Erster, glaube ich. Keine Ahnung. Calippo könnte jetzt Erster sein. Calippo könnte. Der hat ja vorhin den 2. Platz gemacht. Ja. Ja. Ja, so ist es. So ist es. So ist es und nicht anders. Ich habe immer noch meinen Valentins-Aufkleber drauf. Ja, ich hatte ja bei den Chromfarben, als die rauskamen, hatte ich ja mal alles umlackiert, meine ganzen Autos. Ich habe mein Aventador habe ich in Chrom umlackiert. Okay. So, schauen wir mal, was der Calippo jetzt auswählt. Ist einer rausgegangen? Nee, doch. Oder? Einer ist raus. Einer ist raus, ja. Okay, Performance. Oh ja, kenne ich. Also Yannick schreibt, er ist ja. Er ist rausgeflogen. Ja, das haben wir ja mitbekommen. Mhm. Hab ihn geschrieben, warum?
Warum? Warum? Was fahren wir jetzt eigentlich für ein Rennen? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Performance. Ja, dann nehme ich doch mal meinen neu lackierten Aventador. Ja, ich nehme mal meinen McLaren. Ey, da hat doch noch jemand den Aventador in der gleichen Farbe. Was soll das denn? Aber der hat geilere Felgen. Tut mir leid, aber deine Felgen, die schauen so scheiße aus. Schieß, ich habe schon wieder vergessen, die Felgen zu ändern. Ich muss das echt mal machen. Hast ja recht, ich glaub dir ja. Das Glauben, das Geschmack, Geschmäcker sind verschieden, aber... Nee, das sind ja die Standardfelgen. Ich weiß, aber ja. Ich hab's, vergesse es immer wieder. Ich finde, das schaut einfach nur scheiße aus. Ach, halt die Fresse. Halt die Fresse. Wir entscheiden das auf der Straße, Mann, ja? Alter, komm, wir treffen uns auf der Straße, ey. Wieso bin ich vor allem jetzt so weit hinten? Ich war doch in der Rangliste Dritter. Weil du über meine Felgen gelästert hast. Ich hab dich nach hinten gecheatet. Wahrscheinlich. So, gebt mal alle schön Nitro. Ah, Zusammenstöße sind aus. Das ist sehr gut. Hallo. Oh, shit. Beinahe weg mit dem Heck. Alter, ich bin Dimitri. Hallo. Guten Tag. Schade, weil in Kontakt hätte ich dich jetzt schon weggeschossen. Ja, das wäre so gewesen, ja. Sehr gut. Ah, scheiße, da war ein Stein. Oh, das hat sich nicht so gut angehört. Nee. Ich bin einfach nur ein bisschen rumgejumpt. Ja, ich müsste noch ein Stück näher kommen, um den Schatten zu kriegen. Aber ich komme leider nicht näher. Aua! Sehr gut. Fehler gemacht. Ah, ich habe auch gerade einen bösen Fehler gemacht. Windschatten, komm, gib mir deinen verkackten Windschatten, Mann. Aber der McLaren, Alter, der zieht so gut, ey. Unglaublich. Ja, wir haben hinten auch heftigstes Kopf-an-Kopf-Rennen, ja? Ja. Alle knallen so die Leitplanke. Ding, ding, ding. Und einer knallt in den Wald. Der Dimitri! Noch vor mir. Also in der Rennausstattung bin ich nicht so gut. Straße bin ich besser. Performance meine ich, ja. Ja, das hatte ich auch anfangs. So, aber seitdem ich den McLaren habe, alter Schwede, Mann. Ja, ich habe jetzt ein bisschen Probleme, dass die Autos einfach zu schnell sind. Ich muss mich ein bisschen wieder da reinfinden, dass ich wieder die Maximal- und den Bremspunkt und alles. Naja, das ist nicht so einfach. Da stimme ich zu. Wenn du da ewig jetzt andere Sachen gewöhnt warst. Schaui. Bin ich gesprungen und habe fast die Kontrolle über das Auto verloren. Oh, das war aber knapp. Ich beinahe in der Kurve ins Haus rein. Ein Calippo ist direkt vor mir. Alter, ficken, Mann! Der nee, jetzt nicht. Ich hab heute schon. Komm schon, McLaren. Zieh's nach Hause. McLaren, komm schon. McLaren. Yes, that's McLaren Power. Jawohl. Ist der so gut in Performance? Alter, der geht. Alter. Beschleunigung, Mann. Du hast gesehen, wie ich am Start war. Ah, jetzt hat er mich kurz vorm Ziel noch überholt, der Arsch. Ach nee, gar nicht. Der ist doch noch mit drin, oder? Was, wer? Entweder hat er mich kurz vorm Ziel noch überholt, aber da auf der Ding auf der Liste ist er nach mir abgehakt. Okay. Ja, auf jeden Fall. Ja! Ja, nur weil du mal gewonnen hast, beruhig dich. Ja, hey, Alter, das ist eine ganz schön krasse Lobby, Mann. Der ist doch vor mir ins Ziel gefahren. Der hat mich doch kurz vorm Ziel noch überholt. Ja, der Calippo. Nee, der Azix. Okay. Der Calippo war ein ganzes Stück vor mir. Jo, dann würde ich sagen, liebe Leute, wir beenden die Folge. Ja, ja, genau. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen. Und ja, müsst ihr nicht, braucht ihr nicht. Nee. Bis dann, ciao. Wir sehen uns dann, nächste Folge. Also, liebe Leute, bis dann.